Herzlich willkommen zurück beim weiteren Let's Play mit Nimax. Wir sind hier schon ein paar Schritte weitergekommen bei unserem Bau. Ich habe euch schon erklärt, wo wir jetzt stehen. Das letzte Mal und wie wir uns das ein bisschen vorstellen. Ich kann noch mal kurz das sagen, dass wir momentan beim Rohstoff ranholen sind und bei den Bauteilen bauen. Wir wollen hier, oder das ist ja erstmal die Rohfassung, eigentlich soll es Wechseck werden, man sieht noch nicht so viel. Es wird mega groß und ich habe versprochen, das werde ich jetzt diesmal auch einhalten. Ich wollte nämlich die Brücke da unten abreißen und werde jetzt nicht mal da hinten bauen. Sonst, wir haben ein paar Bauteile so insgesamt, also diese Pillar und Stellings wollten wir uns zurecht bauen. Oh Gott. Ein Greenhorn. Komischer. Okay. Dann baue ich das hier mal ab, damit das weg ist. Wir haben auch bei einem der ersten Let's Plays kurz erklärt, dass wenn man die Sachen einzeln abbaut, dass man mehr Rohstoff wieder rauskriegt. Wir sind uns da noch uneins, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch funktioniert. Craig sagt, nee, ich sag manchmal doch. Wir müssten es jetzt genau nehmen, weil ich müsste jetzt jedes Video nochmal angucken und schauen, ob das wirklich so ist. Aber ist egal, ich baue jetzt alles einzeln ab und stopfe das dann alles in den Fifi und den Kleinen. Und wenn das nicht reicht, dann ab ins Lager. Schauen wir mal. Aber diese Brücke hindert halt eben jetzt, um dieses ganze Konstrukt weiterzubauen, hindert uns daran, weiterzukommen. Das heißt, also das ist der nächste Schritt. Dann weiter. Ja, was ist der letzte Schritt eigentlich? Der letzte Schritt wird geduldig darauf warten, dass wir alle Sachen rankriegen sein. Für heute, denke ich. Es wird nicht so viel in dieser Folge passieren. Ich hoffe, vielleicht passiert doch noch einiges. Aber bauen. Es wächst halt eben alles langsam und Ark ist leider ein Spiel, wo man, wenn man es nicht mit einem Mod macht, viel Geduld braucht, was Rohstoffe angeht. Man muss tatsächlich, das Ranschaffen von den ganzen Materialien dauert halt ewig. Ich kann, wie ihr das letzte Mal auch gesehen habt, also ich rechne immer so 400, was ist das? Achso, jetzt habe ich repariert, scheiße. Ich wollte das gar nicht reparieren, ich wollte abreißen. Ich repariere es, damit ich es abreißen kann. Ist auch gut, oder? So. Ja, genau, 400 Holz kann ich tragen, das ist das Maximum. Und mit 400 Holz kann man nicht wirklich viel bauen. Das ist also, ist schon ein bisschen nervig. Es gibt einen Mod, der dann die Stacks erhöht und das Gewicht reduziert. Kann man raufziehen, aber dann ist es nicht mehr arg. Es ist nicht mehr so nervig. Also ich finde, man sollte es einfach echt so spielen, wie es dann auch wirklich kommt. Und man darf sich dann auch so ärgern, wie es kommt. Gut, ich schmeiße hier noch ein bisschen Leder rein. Das habe ich letztes Mal aufgenommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber dann ist das jetzt auch weg. Und Fasern habe ich noch. Richtig? Ja. Das passt da nicht mehr rein. Mist. Deswegen haben wir überall auch Fasern. Dann schmeiße ich sie einfach mal weg. Ich würde das Stroh würde ich behalten wollen, weil wir ja eh mehr als genug davon brauchen zum Weiterbauen. Und die Feuersteine schmeiße ich noch in diese eine Kiste rein. So. Und dann stopfe ich alles wieder in kleiner rein. Der ist ja wirklich so klein. Ach, da sind auch noch Fasern drin. Ja, stimmt. Die übersehe ich immer so gerne, weil ich mich da nicht mit beschäftigen möchte. Und ich glaube, und Craig sagt einfach mal, diese kleine Brücke, die wir hier nochmal gebaut haben zum Treibhaus, die lassen wir einfach so, wie sie ist, ne? Ja, im Moment erstmal, ne? Ich denke mal, glaube, steht nicht im Weg. Von daher können wir sie erstmal da lassen. Naja, ich denke auch. Naja, es wird sich alles so mit der Zeit rausstellen. Ich habe ganz am Anfang auch mal gesagt, und das ist einfach so, man kann sich das alles recht planen und dann wird man doch durch irgendwelche Bauprobleme gehandicapt und das, das umgehen wir dann einfach. Und Stück für Stück, genauso wie die Art. Das sind keine Bauprobleme, das sind neue Ideen. Ja, das kann man, ja, ist gut, das kann man auch so sehen, stimmt. Das sind aufgezwungene neue Ideen. Also, ich muss ehrlich zugeben, man muss schon ein bisschen
Geduld mitbringen. Und die Frustrationstoleranz sollte möglichst hoch sein. Sonst, ehrlich, man wird's verzweifeln. Also ich habe doch auch schon einige Male geflucht, weil es einfach echt schwierig ist, das so umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach so. Okay. Diese ganzen Pfosten, die lasse ich nochmal ganz kurz da. Die werde ich gleich weg und abreißen. Weil sonst... Ups. So ein doofer Pfosten hier im Weg. Oh, schon wieder voll. Weil sonst reiße ich wieder unnötig irgendwas ab und dann verschwende ich Ressourcen. Und das letzte Mal haben wir auch ein bisschen mit der groben Kelle gemacht, aber wir wollen ja auch vorankommen. Jetzt habe ich die Zeit und ein bisschen Sabbelwasser getrunken. Da kann ich das auf alle Fälle mal so nebenbei machen. So. Ja. Langsam wird's, ne? Langsam wird's. Ach, schon wieder. Ach, die Fasern kommen aus den ganzen Holzsachen raus, ja. Naja, ist egal. Wie viel weit kann er noch was tragen? Oh, der kann immer noch was tragen. Stimmt. Also, der ist noch nicht ganz bei Maximum. 910 kann er tragen. Der begleitet uns auch schon relativ lange und ich habe den ausschließlich... Naja, ich glaube, ein bisschen Ausdauer habe ich noch gegeben, aber sonst ausschließlich habe ich Gewicht an ihm verschwendet. Und ich bin da auch sehr erfreut drüber, weil bevor wir den Quetzal hatten, mussten wir doch häufig auf ihn zurückgreifen, um auf den Vulkan zu kommen, dort Eisen und Steine zu besorgen. Die Pterathons, die tragen nicht so viel. Die sind zwar ein bisschen schneller, aber das Gewicht ist sehr, sehr mau. Oh, da unten sehe ich gerade einen Grafikbug. Sehr lustig. Oder auch nicht. Man muss sich da ein bisschen mit arrangieren, dass hier alles ein bisschen buggy oder ein bisschen grafisch unschön ist. So, ich glaube, ich spiele nicht mal auf dem höchsten Detail, weil das schluckt enorm viel Leistung. Das ist echt eklig dann. Also fast maximal laufe ich. So. Ach so, zu dieser Leitung haben wir gesagt, wir lassen die erstmal hier unter und nutzen sie, falls wir sie brauchen, richtig? Oder wollen... Keine Ahnung. Ja, oder wir bauen tatsächlich, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit zu sagen, einfach wir bauen dann in dem Haus einen eigenen Generator. Ein zentral gelegen, natürlich. Ja, ich denke schon. Ja, ich schön. Denke mal, auf Dauer werden wir auch hinten das Lager wahrscheinlich wegnehmen. Wenn das hier wirklich so ein Riesenkomplex wird, dann haben wir auch Platz für das Lager. Ja, ja, ja. Das könnten wir damit unterbringen. Oder aber wir lassen uns da was anderes einfallen. Aber das obliegt dann unserer Kreativität und den Möglichkeiten, die wir besitzen. Okay, ja, dann reiße ich den Scheiß da unten auch ab. Alles weg hier. Ich nenne mich der Anti-Bob der Baumeister. Der Anti-Bob-Baumeister. Nein, der war nicht mal gut. Nicht drüber nachdenken, habe ich nicht gesagt. Oh, Inventory ist too heavy. Also, nee. Okay. Ja, nochmal einen Blick drauf werfen. Das wirklich langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Noch so eine schöne Floskel. Ja, schon wieder Hunger. Ja, wird leicht neblig, diesig. Boah. So, da konnten wir ein bisschen Holz noch reintun, das machen wir dann nochmal. Ich werde, glaube ich, die Sachen, die wir, wo wir maximal, also viel zu viel davon haben, die werde ich jetzt einfach mal rausschmeißen. Also Fasern hier, zuck, weg. Kristall und Eisen, Eisen ist wie gesagt immer Mangelware, da werde ich definitiv was rüberpacken und Kristall sollte man auch nicht unbedingt verschwenden. Zwar bekommt man das oben auf dem Vulkanberg auch, aber was man hat, sollte man nicht unbedingt wegschmeißen. So, jetzt gucke ich mal, da passt noch ein bisschen was rein. Ich packe da jetzt auch nochmal Holz rein. Aber wenn Saldro kommt, dann ist hier wieder zu wenig Platz. Also 300 passt rein. Das heißt also, wenn der Quetzal voll ist, das wird er nicht da reinbringen. Das ist einfach mal Fakt. Gut, stopfe ich den Rest noch hier in das Lager. Und dann sollte ich jetzt zügig gleich mal bauen, weil sonst... Wann kann Saldo da nichts reinpacken? Eisen, Kristall. Jetzt müssen wir konzentrieren. Hier, Eisen.
Darauf und dann Kristall da hinten. So, da? Nee. Da ist Obsidian und jetzt weiß ich wieder nicht, wo das alles ist. Mist. Da, so, okay. Und dann aber, das weiß ich, da, genau. Elektronische Teile, dann passt es. Und jetzt baue ich nochmal ein bisschen was. Oh, jetzt wird es wirklich, wirklich neblig. Sag an, ich denke, wir brauchen eher weiterhin Fundamente und, nee, anders, Pillars und, Pfeiler, Dächer und Wände. Wände? Hast du noch 100 hier drinne? Ja, die werden auf Dauer, wenn die nicht reichen. Also aber lass erstmal so, wie gesagt, Wände und Böden haben wir auch. Also, Quatsch, Wände sag ich schon. Pfeiler. Pfeiler werden auf jeden Fall immer zu wenig sein. Ja, gut, dann baue ich Pfeiler. Ach komm, nicht kleckern, klotzen. So, und dann hier nochmal da. Und dann. Ja, genau. Drücken. Also, man kann mit T das automatisch in sein Inventar holen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Mist. So, dann so. Habe ich jetzt alles an Stroh mit und kein Stroh mehr da. Das heißt also, wir sind dann begrenzt auf Stroh. Hört sich auch gut an. 18, mehr geht nicht. Und dann sind die schon wieder leer. Dann muss ich ein bisschen Stroh aus dem Lager holen und hier reinstopfen. In Kralle ist auch noch ein bisschen was drin. Nicht viel, aber reicht vielleicht noch für einen Pfeiler. Oh, das hilft nichts. Ich mache ja immer gleich 20, oder wie viel mache ich jetzt? Glaube ich 17, oder? 18. Dann mache ich das hier noch so und dann craften wir noch mal ein paar. Ach, wir können tatsächlich noch 16 dazu bauen. Aber dann dürfte es tatsächlich am Patch. Nö, tatsächlich nicht. Immer noch Stein. Und jetzt vielleicht am Holz sogar tatsächlich. Ja, ich nehme noch ein bisschen Holz auf. Ist ja da drinne. So. Ich hoffe, dieses Rumgepocker, das nervt, wenn man die ganze Zeit dieses Rumgepocker da immer hören muss. Irgendwann hat man keinen Bock mehr drauf. Stellt man auch noch den Sound aus. So, nochmal 16. Also doch, jetzt habe ich einige hergestellt. Ich glaube, ich komme fast auf 60, 80. Ich könnte jetzt auch genau nachrechnen. Aber ich glaube, ja, 60 komme ich. Das heißt, 30 sind noch drinne fast. Wir sind fast bei 100 Pfosten dann. Oder wie heißen die jetzt nochmal bei dir? Auf Deutsch? Pfeiler. Gut. Aber ich könnte tatsächlich noch welche bauen, oder? Oh. Ich baue dann nochmal ein paar von diesen Dachböden. So. Das. Und dann nehme ich hier nochmal raus. Also. Hattest du schon netterweise das Stroh da reingelegt in den... Netterweise nein. Okay, würde ich mich drüber freuen, wenn du das nochmal reinstopfen würdest, dann müsste ich mich hier nicht wegbewegen, dann könnte ich jetzt einfach nochmal durchbauen. Das ist die Frage, was fehlt? Ich glaube tatsächlich momentan Stroh. Gut. Jetzt habe ich es abgebrochen, ne? Ja, super. Super! Okay. Dann haben wir das gleich auch. Ja. Dann schmeißen wir das hier wieder rein. Und halt, stopp. Ich habe gesagt, also ich wollte es ein bisschen trennen. Einfach mal ein bisschen übersichtlich ist, ne? Das wäre schon, wenn ich jetzt alles in einen reinballer, A ist der dann viel zu voll und man nutzt die Leistung nicht aus. Aber man hat ein bisschen Überblick. Deswegen will ich jetzt reiten. Oh. Herrgottzeiten. Passiert mir das erste Mal, dass ich reite und dann die Reichweite nicht mehr reicht, um das reinzupacken und ich bin komplett voll. Entschuldigung. So, dann das und dann nehme ich die Pfeiler raus. Jetzt habe ich... Ach nee, die hast du schon mitgenommen. Gut, super. Kein Weg ist umsonst. So.
Dann hat er ein paar. Und der Kleine hat jetzt auch ein bisschen wieder Gewicht. Der kann wieder was tragen. Das ist gut. Und jetzt müsste ich nochmal Stroh holen und könnte dann noch weiter nacharbeiten. Weil brauchen tun wir das alles. Definitiv. War das richtig? Nein, da. Und dann habe ich gesetzt, die letzten drei sind noch da. Und dann nehme ich hier einfach mal mit. So. Die wiegen nicht viel. Daher nehme ich da mehr als genug mit. 2 pro 100er Stack, das ist nix. Das heißt, das wird nicht das Problem werden. Okay, jetzt kann ich mich wieder vollladen und baue den Rest und dann mache ich den Rest von der Brücke weg. Ich mache weiterhin Habe ich irgendwas vergessen? Steine. Nee, Steine habt ihr auch aufgenommen, oder? Achso, ja. Der muss es hier erst entnehmen, damit ich es raufpacken kann. Ist natürlich sehr schlau von mir. Nämlich die... Ja. 20 von den Pfeilern baue ich nochmal. Danke. Und immer weiter mit den Dachböden. Wir brauchen und brauchen und brauchen und brauchen. Ja, jetzt seht ihr mir zu, wie ihr die ganze, wie die sich der Balken hier bewegt. So. Machen wir das hier noch weg. Und dann ist er schon leer. Der Kleine ist leer, da ist kein Stein mehr drinnen. Jetzt warten wir auf Saldro, der bringt uns dann wieder lustig neue Sachen. Jo, bring ich gleich. Super, das hört sich doch gut an. Und dann kann ich die Sachen da hinten in die Box packen und dann weiter abreißen. Die Brücke ist ja noch nicht komplett weg. Jedenfalls das will ich noch mit euch jetzt schaffen. Ich schmeiß den Rest hier nochmal rein. So, zack. Und nehme hier das nochmal raus, was ich da hinten in die Kiste packen will. So. Zubi, zubi. Okay, jetzt haben wir 77. Da sind noch ein paar mehr. Ich will nicht rechnen. Also 157 von diesen Böden und 109 Wände. Und 81 von den Pfeilern. Ja, das reicht locker noch nicht, aber halt eben fürs Erste. Gut, dann nehme ich jetzt den Rest der Brücke weg. Da sind nur noch 2 Pfeiler. Ich glaube, Crackhead war so nett und hat schon ein bisschen was weggebaut, wenn ich mich recht... Ein bisschen, ja, lach im Weg. Oh, das ist ja nicht das Problem. Dann machen wir den Rest hier noch und dann... ja, wunderbar. Gut. Und diese ganze Elektronik werde ich dann noch abbauen. Da unter. Kommt noch weg. So. Jetzt ist die Brücke komplett weg. Und dann kann ich hier den Rest von dem Kabel wegbauen. Immer mal auf CO2 achten. H2O achten. Ich glaube, H2O ist Wasser. H2O ist Wasser? Was ist denn CO2? Sauerstoff. Dioxid? Nee, Sauerstoff. Dann war es doch richtig, oder? Gut, nicht aufgepasst. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Mit dem Unterricht. So. Ach, hat er sich hier tatsächlich verpackt? Ah! Warte mal, jetzt mal ganz kurz Luft holen und dann erzähle ich euch nochmal, was ich total cool gefunden habe seit dem letzten Mal. Und bis jetzt hat sich ja wirklich viel verändert, als ich ein paar Videos gemacht habe. Als es rauskam, habe ich mit Kollegen, mit Freunden gespielt und das hat sich ja enorm verändert. Aber auch unter anderem die Koi-Karpfen hier, diese komischen Karpfen. Da oben seht ihr, der ist Level 9 und 1,3.
Das 1,3 hat mich ganz zu Anfang ein bisschen gewundert, weil ich dachte, wieso machen die da oben noch so eine komische Malzahlen ran, also mal 1,3. Und dann habe ich aber festgestellt, wir haben jetzt hier nicht noch irgendwo einen rumspielen, dass ich das mal ausprobieren kann. Ich habe mich dann festgestellt, ja, diese gummischen Karpfen, die da rumschwirren, die wachsen. Das kann ich das wirklich schlecht zeigen. Die wachsen nicht und werden immer größer. Die fangen bei 0,1 an, oder 0,3, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Fangen die an und dann wachsen sie immer weiter. Und umso größer sie werden natürlich, umso mehr Fleisch haben sie. Und da ist eine kleine, 0,6er. Aber auch Level 9. Und der sieht gar nicht so hässlich aus mit diesem Blau. Und umso mehr Fleisch werfen sie nämlich ab. Das heißt, rein theoretisch könnte man, wenn man sie mitnehmen könnte, ich weiß gar nicht, ob man die wirklich mitnehmen kann, könnte man die Fische dann in seinem kleinen Teich selber züchten. Habe ich noch nicht ausprobiert. Nein, das geht nicht. Schade, geht nicht. Wäre aber schön. So einen kleinen, gemütlichen Fischteich, Angelreihen, den Sonnenuntergang beim Angeln bewundern. Das wäre schön. Arg mal ganz was anderes, ne? So. Ja, auf Sauerstoff achten muss ich noch, aber das passt. Falls ich komme. Bitte? Ich komme mit Lieferung. Alles klar, das ist super. Jetzt machen wir hier noch. Ach, brauche ich gar nicht. Ich habe mich irritieren lassen durch das, das Wasser so kalt ist. Ja, das hier kann auch alles weg, das brauchen wir nicht mehr. Und das, wie gesagt, war von dem alten Haus, die Elektroleitung. Und hier, glaube ich, bin ich damals abgegangen in das Haus und das habe ich nachher irgendwann dann abgerissen und neu gebaut. Da habe ich auch ein bisschen was erzählt. Brauche ich, glaube ich, nicht nochmal erzählen. Guckt die anderen Videos, dann wisst ihr das. So. Okay, fertig. Jetzt haben wir das. Den lasse ich einfach mal so. Das bleibt alles. Und dann haben wir jetzt die Brücke plus den anderen Sachen abgerissen. Jetzt haben wir wieder genug Platz, wobei ich kann ja mit euch da oben nochmal raufgehen und dann seht ihr, warum der Crack gesagt hat, dass es sein kann, dass wir das Lager abreißen können. Wir müssen doch hier noch ein gutes Stück rüber und das ist dann tatsächlich, also wir wissen noch nicht, ob wir hier rüber gehen oder so weiter und so fort. Und dann ist es so, dass es nachher da direkt aneckt und wenn wir die Möglichkeit haben, alles in das große Haus zu bauen, dann können wir das auch machen. Und dann können wir das ein bisschen, ja, sieht das ein bisschen besser aus, vielleicht den Fahrstuhl noch verrücken, aber das ist alles jetzt noch Zukunftsmusik, wir sind ja halt eben immer noch beim Bauen. Und schon wieder habe ich den Grafikfehler mit dem Unterwasser und Nicht-Unterwasser, da zeige ich euch nochmal was, schnell, bevor ich die Folge hier beende. Wenn ihr jetzt auf den Boden guckt, seht ihr die Animation, die eigentlich unter Wasser ist. Und wenn man jetzt hier mal guckt, bis zu dem Rand, da wo das Dunkle zum Hellen geht, da haben sie leider verpennt, die Wasseroberfläche richtig anzugleichen. Und jetzt weiß ich nämlich auch, jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum das Glas in unserem Hangar unter Wasser anzeigt. Das werde ich mal ganz kurz mit euch noch schnell testen. Oh, schnell. Alle schnell. In dieser Folge noch alle schnell machen, damit ich die nächsten Folge nicht mehr weiß, was ich machen soll. Jetzt seht ihr damit nicht diesen Grund, was wir vorhin gehabt haben. Okay, jetzt gehe ich mal ganz kurz baden. Nehme ich auch noch mit. Flupp. Dann schwimme ich wieder zurück. Da hat sich eine Schildkröte verbackt und ich hoffe, dass ich richtig bin. Jetzt seht ihr mich, zack, wenn ihr auf die Mauer geachtet habt, dann war das alles dunkel und hier diese Grisseln, nicht das Regen, sondern diese komischen Partikel, die flogen da rum. Und jetzt, ne, ist immer noch gleich. Hat also keine Bewandtnis. Ich hatte mir nicht gehofft oder gedacht, dass da der Meeresspiegel einfach falsch berechnet worden ist und dann überhalb dieses Gebäudes liegt. Und dadurch, dass man unter Wasser ja auch bauen kann, dass man halt eben dann den anderen Blick hat. Aber leider war es dann nicht der Fall. Okay. Das haben wir angeguckt. Mit dem Dunkeleffekt. Da kann ich jetzt nochmal zurück und dann schaut man nochmal das Tor an. Dann seht ihr, was ich meine. Jetzt ist nämlich alles weg. Jetzt ist auch diese Linie weg und etc. Also da ist leider noch nicht... Das sollten sie vielleicht nochmal fixen. Das finde ich ein bisschen schade. Es macht jetzt den Kohl nicht fett. Gut. Mit dem verregneten Tag und dem Sonnenuntergang, den wir nicht sehen. Wobei, irgendwie ist lustig, das fehlt eigentlich noch ein Regenbogen, weil es regnet und die Sonne scheint. Aber das dazu. Dann wünsche ich euch noch was. Ich mache hier jetzt erstmal eine Pause und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, Servus, euer Niamek.